Ich glaube, dass bei Jutta einfach schon wieder, die hat einfach, glaube ich, ein bisschen zu viel gemacht. Und ja, vielleicht ist sie auch wirklich an ihre Grenzen gestern gekommen. Leider hat es nicht gereicht für das Dreierlei vom Spargel, weil einfach der Spargel entweder zu wenig da vorhanden war in einem Dreierlei. Also einmal riesig vorhanden in den Spargelröllchen, in der Tortilla war der Spargel nicht vorhanden und der Geschmack in der Spargelsuppe war leider auch nicht vorhanden. Ich habe nichts geschmeckt. Ich habe komplett nichts geschmeckt. Sie sagt ja, die hat Schnupfen gehabt, ne? Hier, Schnupfen, ne? Ist klar. Okay. Es war trotzdem schön, dass es du war wunderschön hier warst. Bei ich hoffe, euch. Es war auch eine schöne Zeit. Super, ja. Und jetzt wünsche ich dir gute Besserung. Danke sehr. Und ab ins Bett. Genau, auf Wiedersehen. Tschüss, es war sehr nett bei euch. Ja, Petra, schönen Tagessiegerin eingesagt. Mit einem Spargel Cordon Bleu hat sie toll gemacht. War schön kross, war lecker. Ich habe es auch probiert. Toll. Spargel Cordon Bleu war toll. Ja, super. Hat mich sehr gefreut. Ja, gestern hatten wir unseren richtig schönen Motto-Tag und haben Spargel gemacht. Aber man sollte ja immer aufpassen, nicht zu viel Spargel. Deshalb gehen wir direkt heute wieder an eine neue Herausforderung. Hauptgang und Dessert, das ist die Aufgabe. Und da ziehen wir die Zügel natürlich noch mal ein bisschen an. Das wird richtig, richtig eng. Also ich habe schon ein bisschen Angst davor. Aber naja, ich gebe mein Bestes und mal schauen. Kriege ich schon hin. Das wird heute auf jeden Fall ganz eine knappe Geschichte. Ganz eine knappe. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, meine drei Kandidaten sind schon sehr unterschiedlicher Natur. Der Ernst, der nimmt es manchmal ein bisschen zu ernst sozusagen. Oh, ich bin ganz happy. Ich weiß gar nicht, wohin vor Freude. Petra, sehr angenehm, finde ich. Sehr irgendwie in sich ruhend, eher überrascht über ihren Erfolg. Dass ich so weit gekommen bin, ist unvorstellbar eigentlich. Aber naja, schauen wir mal, was draus wird. Und ja, da muss man schon sagen, Patrick ist da eher so der Underdog, aber mal schauen. Ja, ich glaube, ich bin schon ein bisschen hinterher bei den beiden, also da kann ich weiß nicht, ob ich mithalten kann, es wird spannend. Ja, Hauptgang und Dessert, ich hoffe, Sie haben nicht zu viel gegessen, denn ich glaube, die nächsten 35 Minuten, die werden Ihnen definitiv das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Sind Sie dabei? Küchenschlacht, jawohl. Schön, dass Sie ZDF eingeschaltet haben. Ja, Halbfinale, drei Kandidaten, 35 Minuten Zeit. An die Töpfe, fertig, los geht's! Es geht, man verdoppelt sich, weil man einfach zwei Gerichte machen muss. Und ja, wir machen auch noch das Zwei-Sterne-Duo sozusagen voll. Heute kommt als Juror, ich freue mich sehr darüber, Ali Güngermisch. Und ich habe jetzt gerade Ali zwei Sterne zu viel verliehen gerade. Die hat er verdient, aber definitiv verdient. Ich gebe sie dann aber einfach unserer ersten Kandidatin. Ich freue mich auf die Petra. Hallo. Zwei Sterne, oder? Ja. Das sage ich nicht ohne Grund, denn man muss sagen, du hast dich bisher hier sehr, sehr gut geschlagen, tolle Gerichte und vor allem gestern als Tagessiegerin ins Halbfinale gezogen. Ja, das hat Applaus verdient. Und da war sichtliche Freude bei dir zu sehen im Gesicht gestern. Ja, das stimmt. Ja, wie hast du dich gefühlt gestern? Ja, wie im siebten Himmel. Ja. Im Kochhimmel. Dann weißt du, wie es irgendwann mal sein wird, so wie hier in der Küchenschlacht. Super. So wird es irgendwann mal sein im siebten Himmel. Ein Traum. Meine Liebe, was hast du dir ausgedacht fürs Halbfinale? Zwei Gerichte in der gleichen Zeit zu machen, ist ja nicht so ohne. Das stimmt leider. Es gibt eine toskanische Hühnerleber mit selbstgemachten Gnocchi und ein Schokomus mit Waldbeeren. Da gibt es ein Foto, das schauen wir uns an.
toskanische Hühnerleber Gnocchi, auch Gnocchi selber zu machen. Da gehen wir gleich drauf ein. Vorher aber vielleicht noch zur Hühnerleber. Die liegt hier schon, wird von unserer Kamera gerade schon eingefangen. Sieht jetzt, sage ich jetzt mal, optisch jetzt erstmal keine Schönheit. Was macht sie zu einer toskanischen Hühnerleber? Sind das toskanische Hühner oder? Nein, das glaube ich hier nicht. Mit Hamburger Hühner, ne? Ja, wahrscheinlich. Deshalb sind die Lebern auch so groß. Ja, die müssen immer auf die Reeperbahn ab und zu mal. Ja, ne? Das ist auch an der Leber, ne? Nein, sag mal, was ist das Besondere daran? Mit Pfeffer, mit rot, also schwarzen Pfeffer, roten Pfeffer, mit Zwiebel, ja. Dessertmäßig sehe ich, dass du gerade hier Zartbitterschokolade schmelzt. Das ist nämlich die nächste Hürde, die du zu nehmen hast. Das wird ein Schokomus, ne? Ja, genau. Mit? Mit Waldbeeren. Ja, und das mal eben in 35 Minuten. Wenn das nicht können ist. Schauen wir mal. Ja. Ja, bisschen Witzen gehört dazu. Mach nicht zu viel, ne? Ja, nein, ich mach. Denk dran, so ein paar Gnocchi reichen dann auch. Mhm. Ich bin sehr gespannt, werde gleich bei deinen Arbeitsschritten wieder am Start sein. Wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß, liebe Petra. Danke schön. Und jetzt kommen wir zu einem jungen Herrn, der nicht nur ein hervorragender Hobbykoch ist, sondern eben mal so eben auch einen Bachelor in Biologie hat, einen Master in BWL und jetzt einfach auch noch mal hier im Halbfinale der Küchenschlacht steht. Großen Applaus für Patrick. Ja. Du repräsentierst so ein bisschen die Jugend jetzt hier, ne? Ja, genau, richtig. Hast hier zwei sehr erfahrene Hobbyköche neben dir stehen? Ja, das wird heute richtig, richtig schwer. Dann schauen wir mal, was es gibt. Was hast du für uns dabei? Ich koche heute ein Kalbskotelett in Salbei-Kapernbutter. Dazu gibt es Schwenkkartoffeln und gebratenen Chicorée. Mhm. Und das Dessert wird ein Granatapfel-Tiramisu mit Cantuccini. Auch das hört sich erstmal sehr lecker an. Wir schauen uns ein Foto an. Da ist das Kalbskotelett. Kartoffeln, hast du gesagt, gell, sind dabei. Genau. Und der Chicorée. Genau, richtig. Ja, auch ungewöhnlich. Chicorée trauen sich viele nicht ran. Das Dessert haben wir auch hier. Das ist immer das Tiramisu. Auch das ist natürlich so eine Frage der Zeit. Deshalb wahrscheinlich auch dein, das Arbeitsame, was wir jetzt hier gerade sehen. Kotelett habe ich ein bisschen Angst. Ne? Also es ist natürlich ein tolles Fleisch, weil es am Knochen ist. Aber das ist auch Auch ziemlich schwierig. Ja, das Schwierige daran, dass es dann auch. Wann geht es in die Pfanne? Ja, das geht jetzt dann relativ bald in die Pfanne. Hm, solltest und du anschließend noch in den Ofen. Ja, genau. Pfanne noch mal ruhen lassen. Naja, sie sind noch zumindest, genau, sind dünn gesägt. Das lässt sich natürlich gut machen. Genau. Wie bist du auf das Rezept gekommen? Ich habe es mal wohl gelesen. Gelesen? Wo denn? Es mal wohl gelesen, in einer Zeitschrift. Okay, aber jetzt kein bestimmter Koch oder so? Nichts Bestimmtes, genau. Mhm. Und fand es ganz cool, habe es zu Hause mal nachgekocht und genau, heute mache ich es hier. Okay, wie rechnest du deine Chancen aus? Schauen wir mal. Dazu sage ich jetzt so nichts. Das ist eine typisch bayerische Antwort. Schauen wir mal. Schauen wir mal, sagt der Kaiser. Mhm. Schau gleich dazu. Und ja, den Applaus, den können Sie direkt noch mal ein bisschen lauter machen für Ernst Otto. Ernst ist ja, Vize-Deutscher Meister beim Feinschmecker-Wettbewerb geworden. Wenn du ein bisschen Resümee ziehst, die letzten zwei Sendungen, wie hat es dir gefallen hier bisher? Sehr gut. Was ist dein Fazit? Es hat alles so geklappt, war toll organisiert, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es geht so weiter. Was ist der Unterschied? Ja, sehr gerne. Unterschied zum Feinschmecker-Wettbewerb? Gibt es da so? Ja, erstens war kein Publikum dabei. Das war also nur mit den Köchen zusammen in der Brigade. Und sonst. Das ist viel schöner, oder? Viel schöner. Viel angenehmer mit der Resonanz hier. Mit Publikum ist das viel. Also, das ist richtig, ja. Ernst. Ich habe jetzt viel gesehen von dir und jetzt gehen wir auf dein Gericht. Was gibt's bei dir? Bei mir gibt es heute Paella, also Rinderfiletscheibe, gefüllt mit Pilzen, wenn ich denn diese Maschine hier in Gang bekomme. Und, sollen wir die mal ganz kurz anschmeißen? Ja, bitte. Da weißt du noch nicht so recht, wie es geht, oder was? Ja, ich auch nicht, ich gerade. Ja, da ist, glaube ich, nicht richtig zugewesen. Ist sie eingesteckt? Ist sie? Ja, das hat man nämlich auch schon ein paar Mal, dass sie da nicht eingesteckt war.
Ja, aber irgendwie so richtig. Schau mal, hier haben wir noch mal ein Gerät. Vielleicht funktioniert das. Ich schließe das einfach mal kurz an. Probieren das einfach mal aus, bevor wir was reingeben. Unten arretieren, oben arretieren. Dass ich noch mal Applaus dafür bekomme, dass ich ein Gerät einschalte. Respekt. Ist das bei dir in der Zahnarztpraxis auch so? Das ist auch so. Bohrer geht an und Applaus. Ja, ne? Applaus. Okay, Pilzdüchsel. Wofür brauchst du die? Für die Füllung und für die Soße. Okay, jetzt können wir uns noch mal auf deinen Titel konzentrieren. Paella muss man vielleicht kurz erklären. Ja. Mach's selber bitte, Ernst. Mach ich sofort. Mhm. Paella ist also eine Filet oder eine andere Fleischscheibe vom Rind, die sehr dünn ausplattiert wird. Mhm. Dann ganz kurz nur bei hoher Hitze von jeder Seite angeschlagen, angebraten wird. Und dann anschließend gefüllt wird. Ja. Und dann mit der passenden Soße. In dem Fall bei dir? Mache ich eine Sahnesoße. Mit Schalotten und mit Petersilie dazu. Mhm. Ja, sehr gut erklärt. Die Rezepte gibt es natürlich auch, Sie wissen es, auf unserer Homepage. Und ja, ich finde, du könntest genauso gut Berufsschullehrer werden, so wie du hier erklärst. Also, war ich zwischenzeitlich auch in der Fachkunde, ja. Okay. Ich lasse dich mal in Ruhe. Ja, danke. Ganz kurz das Dessert noch mal. Das Dessert ist auf karamellisierten Apfelscheiben ein Erdbeerragout. Okay, schön. Da ist aber wenig Zucker drin bisher, ne? Der kommt jetzt rein. Kommt jetzt rein. Okay. Ich schau mal zu deinen Kollegen, Ernst. Wir sehen uns gleich. Hier wird schon gegrillt. Kalb ist in der Pfanne. Ich finde das total spannend heute, was ja hier passiert. Bei den ganzen vielen sehr handwerklichen Arbeitsschritten. Für was sind die Zwiebeln? Für die Hühnerleber. Für den Ansatz, ne? Da ja, genau. Bist du ein bisschen hoch mit der Temperatur. Ja. Ich schwenk's dir ein bisschen durch. Bitte. Genau. Danke sehr. Schön. Da wird dann die Hühnerleber gleich drin angebraten, ja, oder was? Ja, genau. Sollen wir so ein bisschen die Restwärme hier mal ausnutzen? Da ist ein Karamell, sehe ich gerade. Ja, das ist super. Mhm. Oder was ist das? Ja, das wird der Karamell für die Waldbeeren. Aha, okay. Viele Arbeitsschritte gleichzeitig, gell? Mhm, geht nicht anders. Ja. Ich höre gerade eine Kampfansage von Ernst Otto da drüben. Schaut so aus. Schau das Ganze mal an. Da will ich nicht wissen, wie du als Zahnarzt bist. Da wird jeder weich. Da wird jeder weich. Ja, gut. Also, hast du eine eigene Praxis, oder? Ja. Okay, das ist eine sehr schöne Werbung gewesen an dieser Stelle. Ja, falls man tut, was falls man die kann. Betäubung mal nicht helfen sollte, gibt es noch andere Möglichkeiten. Ja. Das Plattiereisen. Nein, da haben wir einen hölzernen Vorschlaghammer hinter dem Behandlungsstuhl stehen. Okay. Ja. Wow. Na ja, gut, aber Fingerfertigkeit ist ja auch gefragt in dem Beruf, ne? Ein bisschen. Und du hast das auch tatsächlich angegeben als Hobby, ne? Dass du Zahnarzt. Zahnarztfortbildungen. Ja, mache ich sehr viel und seit sehr vielen Jahren bundesweit. Okay. Machst du das wirklich oder sagst du das nur und gehst dann heimlich Golf spielen und sagst es nur deiner Frau? Nein, nein. Golf ist nicht mein Hobby. Okay. Hobby ist bei mir Kochen. Und dann wahrscheinlich und dein Beruf, wenn du das tatsächlich als Freizeit machst. Und der Beruf ist auch Hobby, ja. Ist das dann ehrenamtlich, wenn du da diese Fortbildung machst? Nein, was machen die Zahnärzte schon ehrenamtlich? Ganz kurz, aber ist es richtig, dass es so stark plattiert ist? Ja. Ja? Ich plattiere, mach Paella ja auch gerne, aber ich plattiere es nicht ganz so stark. Das ist ja fast wie ein Schnitzel, ne? Ja, du bist ja der Profi. Ja gut, aber du rollst es ja auch noch ein, ne? Ja. Okay, mit der Pilzdüchsel, um es noch mal zu veranschaulichen. Und was kommt da noch rein? Petersilie. Petersilie, schön. Sehr, sehr lecker klingendes Gericht. Die Julienne vielleicht noch mal, was hast du damit vor? Die kommen nachher als Beilage. Das ist so ein richtiger Schnittmeister, der Ernst. Patrick, hier geht's richtig gut zur Sache. Wie schaut's bei dir aus? Soweit ganz gut eigentlich. Mhm. Fleisch ist im Ofen. Ich habe es jetzt bei 100 reingetan. Oh, das vielleicht ist aber 80, schon wenig, oder? Gell? Ja, man kann ja auch mit dem Fleischthermometer arbeiten, aber du gibst es. Ja, gut, Kalb dauert nicht ganz so lange wie ein Rind.
180 ist doch recht... Nee, 100 habe ich. Ach, 100 ja. Grad, ja gut. Hier siehst du natürlich, dass es noch richtig roh ist. Ja, probier mal's, oder? Und beobachten es zwischendurch. Ja, machen wir's. Also, können wir den auf 80 Grad stellen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Bei welcher Ofenfunktion? Oberhitze, Unterhitze. Ober-Unterhitze. Jawohl, das machen wir sehr gerne. Großflächengrill. Wie viel Temperatur hast du gesagt? 80 Grad, 80, bitte. Okay. Da seid ihr hier alle im Niedertemperaturbereich unterwegs. Aber du stellst ja auch nur die Teller warm, ne? Ja. Das muss man auch sagen. Nicht, dass Ernst ein sehr guter Koch ist, sondern eben auch alles im Blick hat, die warmen Teller. Also genauso, wie man sich das bei einem perfekten Koch und Gastgeber vorstellt. Toll, sehr vorbildlich. Jawohl, dann schauen wir jetzt mal hier. Hühnerleber ist drin. Ja. Wenn die da so brutzelt, da muss ich jetzt ein bisschen aufgießen. Ja, ja, also ich würde fast auch mal. Hast du mal eine rausgenommen, oder? Nein. Aber mache ich sofort die Wolle hinter den Teig machen. Ich würde mal eine rausnehmen. Ne? Aber ich glaube, das ist so eine Philosophiefrage. Du kennst wahrscheinlich, dass sie so richtig gekocht ist. Ne? So eher fast wie ein Ragout. Ja, ne? Ja. Also nicht schon, ja. Mit rosa Kern in der Mitte oder sowas. Mhm. Darf ich denn trotzdem mal eine probieren? Klar. Das interessiert mich jetzt mal. Einfach Hausfrauenart sozusagen. Also, ich muss noch ein bisschen aufgießen. Hier siehst du natürlich, dass sie noch so leicht... Ja. Ne, und denk dran, du kochst ja nicht für dich, sondern für Ali Güngermisch. Ja. Ein Feinschmecker sondergleichen. Ich gehe mal hier mir ein Brettel holen, um das Ganze mal aufzuschneiden. Hier sehen wir natürlich, dass sie aufgrund der Hitze außen schon schön gegart ist. Jetzt schneiden wir das Ganze mal auf. Und jetzt hat sie natürlich noch so einen leichten rosa Schimmer. Soll ich rausgeben? Ich fände es ja so schön. Ne? Okay. Aber das ist die Frage, wie du es haben möchtest. Dein ne? Wort in Gottes Ohr. Mhm. Auf die Hühnerleber muss man besonders darauf achten, dass sie nicht durchgebraten ist. Sie sollte in der Mitte doch so leicht rosé sein, damit sie schön saftig bleibt. Dann die Gnocchi. In 35 Minuten ist es machbar. Allerdings sollte man da auch aufpassen, dass sie nicht zu fest sind und dass sie noch schön weich sind, wenn man dann drauf beißt. Und das ist der Gnocchi-Teig, eine italienische Spezialität, die gern auch mal als, Vorspeise serviert wird. Schöner Teig, ich erkenne es daran, dass man ihn formen kann und er nicht zu sehr klebt. Ich persönlich mache es ganz gern in der klassischen Form, dass ich die so ein bisschen rolle. Die Gnocchi, mir erstmal zwei Kügelchen mache, da nehme ich mir ganz gern mal eine Gabel, tauche die Gabel so ein bisschen in Mehl, leg mir dann die Kugel über die Gabel, nehme noch mal ein bisschen Mehl, Kamera ist hier, so, drück das so ein bisschen an, nehme zwei Finger und form dann die Gnocchi über die Gabel wie so eine Art Brot. Und jetzt sieht man, dass es so ein bisschen geklebt hat. Bedeutet, ich habe zu wenig Mehl dran gehabt. Mach noch mal ein bisschen drüber. Zeig's noch mal. Einfach drauf. Vorher ins Mehl. Und die Rillen sind natürlich dafür da, dass die Gnocchi dann die Soße richtig schön aufnehmen können. Man kann sie natürlich auch einfach in eine Rolle machen und runterschneiden. Aber mit den Rillen macht das Ganze natürlich mehr Spaß. So schaut's aus. Mhm. So, bei dir wird's jetzt auch spannend. Du machst jetzt den Chicorée. Genau. Chicorée ist ein Salat oder ein Gemüse, was sehr, 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 sehr starken Bittergeschmack hat. Da muss man gucken, dass man vielleicht ein bisschen mit Zucker karamellisiert und dann ist es perfekt. Der ist ja immer so ein bisschen leicht bitter, ne? Richtig, deswegen kommt ein bisschen Zucker drauf, damit man die bittere Note davon nimmt. Mhm. Dann wird er eingebraten und später mit ein bisschen Balsamico abgelöscht. Mhm. Also das ist ja schon so ein bisschen die hohe Kunst an Gemüsesorten. Chicorée zuzubereiten, da kann man vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, wenn der, manche lassen ihn draußen liegen und immer wenn die Chicorée Sonne bekommt, werden die Blätter so leicht grünlich und die Bitterstoffe steigen. Also das heißt, wenn Sie Chicorée haben, bewahren Sie ihn immer dunkel auf, dann bekommt er nicht so viele Bitterstoffe. Was man natürlich auch immer machen kann, ist ihn mal so kurz in lauwarmes Wasser legen, nicht zu lange, damit Mineralien und Vitamine nicht ausgespült werden, aber damit verliert er dann eben auch so ein bisschen seine Bitterstoffe, der Chicorée.
so, hier wird schon die... Ist das die Soße oder? Das ist die Soße, ja. Ist da auch noch mal Pilz drin, ne? Ja. Und was noch? Schalotten. Mhm. Das ist aber recht wenig eigentlich, ne? Der ist für mich? Bitte sehr. Mhm. Probier gerne bei dir. Wow. Ein wahnsinnig intensiver Geschmack, nur durch die Pilze, ne, bisher? Richtig. Mhm. Toll. Da muss vielleicht noch mal ein bisschen Konsistenz, ja? Ja. So, mein Lieber, was hast du jetzt da gemacht? Du hast das Cantuccine, Sirup draufgegeben, gell? Sirup draufgegeben, die Creme drauf, jetzt kommt ein bisschen Kakao drauf, ein paar Granatäpfel und das ist mehr oder weniger auch schon fertig. Okay, die Creme würde ich gerne mal probieren. Ja. Das hast du gesagt, ist eine Mischung aus Mascarpone und Quark, ne? Genau. Mhm. Mhm. Ja? Die ist so recht naturbelassen, sag ich jetzt mal, ne? Ja, ich... Danke. Ich wollte das etwas charmant ausdrücken. Es scheint nach hinten losgegangen zu sein. Ich verstehe auch nicht, warum. Ja, aber da kannst du noch mal ein bisschen schauen. Kakao machst du jetzt drauf. Hast du denn noch irgendwas, wo du sagst, man kann das noch ein bisschen ausdekorieren oder so ein bisschen... Ich habe noch Granatäpfel. Genau, mach die Granatäpfel doch noch drauf. Schön, das ist doch... Genau, die kommen dann am Ende noch ein bisschen drüber. Am Ende drauf, okay. Gleich hier vielleicht noch ein paar. Mhm. Und schau... Schau auch, dass du das Glas schön sauber machst. Ne? Okay. Bei dir das Dessert, da habe ich noch gar nichts mitbekommen von. Das außer ist die Äpfel? Die Äpfel sind im Ofen, die Erdbeeren sind da. Das ist okay. Den Ziegenkäse bereite ich hier vor. Was machst du mit den Erdbeeren hier gleich noch? Die werden gleich noch parfümiert. Parfümiert? Mit Limettenschale und ein bisschen Limettensaft. Ich dachte schon mit Davidoff oder sowas. Oder so. Hm? Parfümiert. Schön. Und was ist da drin bisher? Erdbeeren und? Erdbeeren, dann habe ich einmal Erdbeersirup. Mhm. Und dann nehme ich das dann so auf, dass so wenig wie möglich Flüssigkeit. Ach so, die sollen nur so ein bisschen marinieren, ja, da drin. Ja, richtig. Mhm. Schön, da gehe ich mal schön dran hier. Mhm. Erdbeeren, Ziegenkäse. Ja. Passt das und, aus deiner Sicht? Und ein bisschen grüner Pfeffer kommt dann da drauf, oben drauf. Mhm. Gibt ja auch, du bist ja so ein Sylt-Fan. Es gibt ja auch den Kaitumer Ziegenkäse. Ja, den Ziegenfrischkäse, den essen wir sehr gerne als Salat, ja. Ist schön, ne? Ja. Ja, das schmeckt sehr, sehr gut. Aber hast recht, Säure könnt ihr noch ein bisschen dran. Nehmt das mir auch sehr zielsicher aus der Hand hier. Ziegenkäse, was hast denn du dran an der Creme? Bis jetzt nur Sahne. Okay. Kommt da noch mehr dran, oder? Ja, kommt noch mehr dran. Da kommt noch. Es kommt noch ein wenig Salz, ein wenig. Ich muss dich irgendwie anders fragen. Ich merke, ja, so funktioniert das nicht. Aber ich glaube, du bist jemand, dem man auf jeden Fall Geheimrezepte geben kann. Da kann man sich sicher sein, dass die nicht so schnell an den Mann oder die Frau kommen. Also das ist ganz sicher, weil wir ja beruflich Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben müssen. Ach so. Und das unterliegt alles dem Datenschutz. Verstehe. Und wir dürfen nur das rausgeben, was wir wollen. Datenschutz, sowas gibt es heutzutage noch. Also das ist, ja, aber dann nehme ich das alles wieder zurück. Rezept finden Sie doch nicht auf unserer Webseite. Doch, doch, doch. Geben wir, ne? Ja. Schön. Hast du denn dein Fleisch, wann brätst du das an? Das ist doch schon. Ist schon, okay. Bei 80 Grad, okay, das ist natürlich mutig bei so einem kleinen Stück Fleisch. Warum? Das wird nur warm gehalten. Okay, ja. Schau mal, dass das, ne, dass das jetzt alles schön fertig wird und schön eingerollt wird. Ich erstelle... mit Schrecken fest, dass wir nur noch 3 Minuten 30 haben. Es geht so schnell rum, die Zeit. Hast du deinen Gnocchi in der Pfanne? Ja. Okay, toll. Hast du noch mal neu gebraten? Was sagst du jetzt? Das weiß ich noch nicht. Das kann ich dir erst sagen, wenn es einmal angeschnitten ist. Ja, kannst du rausnehmen. Ich find's gut so. Ich würde es nicht länger. Ich würde es jetzt rausnehmen aus der Pfanne. Okay. Und was ich toll finde, ist, dass du so mutig gewesen bist, die einfach noch mal zu machen. Das macht auch nicht jeder. Die meisten machen ihren Stiefel weiter und gehen dann auch in die Falle. Petra macht das anders, hat sie noch mal neu gemacht. Und wenn man die sich jetzt anschaut, schöner rosa Kern. Ne? Gerne. Das ist die Soße. Da bin ich auch mal gespannt.
Mhm. Mhm. Was? Da will ich noch mal ein bisschen mit. Ja, ist okay. Salz, Pfeffer noch mal rangehen. Okay. Die Gnocchi kommen so aus dem Wasser einfach oder noch mal Butter angeschwenkt? Oder? Du musst ein bisschen in Olivenöl schwenken. Ja, gut. Jetzt musst du Gas geben. Ja. Beerenragout, schau, dass es nicht zu stark kocht, sonst zerfallen sie. Genau. Und dein Schokoladenmus. Das ist im Gefrierschrank. Das hast du wirklich geschafft? Ganz kurz. Das weiß ich noch nicht. Also, was hast du damit gemacht? Oder wie ist das Rezept? Nur Sahne und Kochschokolade. Also Bitterschokolade. Keine Gelatine? Nein. Beim Schokoladenmus wird wahrscheinlich mit Blitzgelatine gearbeitet. Und da muss man aufpassen, dass es nicht zu fest wird. Okay, wir haben ja schon mal ein bisschen Erfahrung gehabt hier. Ja, es ist recht fest. Soll ich dir mal rausstellen? Ja, bitte. Oder? Wenn es schon fest ist, dann können wir es raus. Wie macht man einen Mousse nur mit Sahne und Gelatine? Mache ich immer. Mache ich immer so. Okay, cool. Darf man denn mal da rangehen oder darf ich es probieren? Dann muss ich locker lassen. Ja, auf der Seite darfst du. An der Seite. So ganz, ich bin ein sehr vorsichtiger Mousse-Probierer. Aber ich muss probieren und es schmeckt lecker. Großartig. Okay. Denk an dein Salz. Salz, du bist immer sehr zu verhalten, was das Würzen angeht. Ne? Das ist aber wichtig. So, hier sind auch die letzten Schritte. 1 Minute, 19 Sekunden noch. Einfach nur zusammengerollt jetzt, oder das wie machst du das? So, ja. Okay. Alles gut, Petra? Alles gut. Ich komm gleich rüber wieder. Ich wollte nur einmal kurz sehen, wie das Paella gerollt wird hier. Da möchte ich ganz gerne noch mal kurz dabei sein. Ja, was brauchst du? Platz. Ja, komm, stell's doch einfach hier hin. Okay, sehr schön. Sehr schön mit dem Grillmuster. Steak hast du probiert? Ja, keine Frage mehr. Ah, okay. Okay. Ja. Nicht zu viel von der Butter, genau. Ja, schön, schön, toll. Klasse. Genau, gibt schön ein bisschen was Grünes drüber. Jawohl. Ja. Da nochmal ein, so schön das hier so reinsetzen. Ja. Genau, schön. Auf geht's. 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1 und Schluss. Ernst Otto kommt zum ersten Mal in kleine Zeitbedrängnis, aber alles schön. Schöner rosa Anschnitt, toll. Freut mich sehr, meine Liebe. Muss ich und unser Jüngster als erstes vorne. Klasse. Ja. Toll. Schön. Ja, Wahnsinn, ja. Ihr macht aber auch hier Sachen, Ernst. 35 Minuten Schokoladenmus, Beeren, Gnocchi, Hühnerleber, mal so eben. Wahnsinn. Komm. Hast es geschafft. Komm. Klasse. Du auch, mein Lieber. Jetzt muss ich euch ein bisschen drängen. Komm, Patrick, du kannst schon mal den Hauptgang nach vorne bringen. Darf er den nach vorne bringen? Ja, ne? Bring schon mal nach vorne. Hier. Wer nicht heiß fassen kann. Kann auch nicht heiß lieben, Patrick. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay, komm. Und nach vorne damit, das sieht sehr lecker aus. Was wir noch drauf machen hier. Sei euch verziehen, ihr habt die ganze Woche pünktlich abgeliefert. Da schenke ich euch jetzt mal 3 Minütchen. Klasse. Ja, Patrick hat sich tatsächlich an ein Kalbskotelett angetraut. Das Schöne am Knochen ist natürlich, dass der Geschmack oft intensiver ist, aber gleichzeitig birgt es die Tücke, dass am Knochen das Fleisch natürlich viel schlechter zu testen ist und es womöglich nicht auf den Punkt sein könnte. Hoffen wir mal das Beste. Dessert Tiramisu ist natürlich, lebt eigentlich auch davon, dass es ein bisschen durchzieht und dass alles so subschig wird. Heute hier ganz anders interpretiert mit Cantuccine, einem italienischen Mandelgebäck.
Ich bin gespannt, ob die Granatapfel, die jetzt noch oben drauf gekommen sind, das Ganze auch noch mal ein bisschen spannend machen. Lecker ausschauen tut's. Ja, Ernst Otto serviert uns heute ein Paillard vom Rind. Pfiffig gemacht, gegrillt kurz, dann mit einer Pilzdüchsel gefüllt. Wenn das Paillard natürlich so dünn ist, ist es unheimlich schwer, einen perfekten Garpunkt zu treffen. Da drücke ich ihm beide Daumen. Beim Dessert, muss ich sagen, sieht das sehr ansprechend aus. So ein richtiges Löffeldessert, karamellisierter Apfel mit der Erdbeere, da, mit dem Ziegenkäse. Da wird es sicherlich um die Balance zwischen Säure und Zucker gehen. Ja, erhöht der Schwierigkeitsgrad heute bei Petra mit Hühnerleber. Das mag nicht jeder. Ich hoffe, dass auch die Zeit das jetzt noch mal zugelassen hat, dass sie wirklich auf dem Punkt ist, auch auf dem Teller mit der Soße. Salzgehalt stimmt, Gnocchi auch schwierig zu machen. Sind sie soft, sind sie zu hart, sind sie gar? Und zu guter Letzt Schokoladenmus ohne Gelatine, ohne geschlagene Sahne, glaube ich. Zumindest Sahne ist drin. Spannende Rezeptur. Ob das so funktioniert, Beerenragout, eigentlich muss es klappen, aber wir wissen es nicht. Ich glaube, wir haben alles dafür getan, dass der junge Mann, der jetzt kommt, ein richtig schönes Menü auf dem Tisch zu stehen hat. Ich freue mich sehr auf ihn. Aus München, Ali Güngermisch! Hühnerleber muss man aufpassen, dass sie nicht durchgebraten ist. Der wird es ein bisschen schwer haben. Auf der anderen Seite dieses Paillard vom Rind, da muss man auch gucken, dass das Fleisch schön medium ist. Bloß nicht durchbraten. Wenn sie das sehr gut hinkriegen, dann sind sie schon mal einen Schritt weitergekommen. Und ich wünsche uns allen eine schöne Show und mir guten Appetit. Hier fange ich damit an gleich. Gefülltes Paillard vom Rind mit Pilzrahmen, Kaiserschoten und Karotten. Und als Dessert gibt es, liebe Zuschauer, Erdbeer-Ragout mit karamellisierten Apfelscheiben und Ziegenfrischkäse-Schaum. Oh la la, sieht aber gut aus. Ja, ja. Schön. So, gefülltes Paillard vom Rind. Mehr war nicht drinnen, oder? Es reicht. Ist ja mehr Soße als, ja, komm, als Fleisch. Ja? Also Paillard ist eigentlich so eine, ja, Roulade, ganz dünn plattiert und dann eingerollt. Was ist da für eine Füllung drinnen? Eine Düchsel. Düchsel? Mhm. Okay. Man muss natürlich aufpassen, wenn man das so dünn klopft, dann kann es auch schnell trocken werden beim Braten. Hier kann man es besser sehen, hier ist es ein bisschen besser. Aber geschmacklich sehr gut. Gut gewürzt, gute Füllung. Pilzrahm, ja, das ist ein bisschen dick geraten, wie ich so hier sehe. Mhm. Schmeckt wunderbar nach Pilzen, das ist okay, das Gemüse, Kaiserschoten. Und schön, schöne Streifen geschnitten, zusammen mit den Karotten gegart. Kartoffeln, Parisienausstecher ausgestochen. Sehr gut, also das Gemüse hat wunderbaren Biss. Fleisch, die Füllung, habe ich ja gesagt, ist nicht so toll geraten. Die Kartoffeln sehr gut gemacht und die Soße ist ein bisschen zu dick geraten. Aber geschmacklich alles top. Ja? Jetzt zum Dessert, Erdbeer-Ragout. April, Erdbeeren, schmecken die schon? Ah, die Küchenschlacht, klar, oder? Mit der Sonne der Küchenschlacht, klar, gereift, mein Lieber. Mm. Erdbeer-Ragout, sehr fein, gut gemacht. Mal probieren mit dem Ziegenfrischkäseschaum. Ein bisschen grüne Pfeffer ist hier oben drauf. Apfelscheiben schön ausgestochen. Wunderbar karamellisiert. Mm. Hier ist es. Das ist ein Dessert, was super harmonisch ist. Ja, die Erdbeeren schmeckst du raus, Apfel. Du schmeckst auch hier ganz leicht, so zum Schluss kommt dein Ziegenkäse raus. Das ist perfekt. Weil wenn du hier einen Ziegenkäse genommen hättest, was starken Eingeschmack hat, dann würde es von den Erdbeeren nicht rausschmecken. Und hier ist es wirklich perfekt umgesetzt. Ja? Sehr schön. Sehr schön. So.
toskanische Hühnerleber mit selbstgemachten Gnocchi und dann gibt es Schokomousse, also Schokoladenmousse mit marinierten Waldbeeren. Aus welchem Wald kommen die denn? Also, toskanische Hühnerleber. Mhm. Was ist denn eine toskanische Hühnerleber eigentlich? Ja, die sind ein bisschen temperamentvoller, ne? Bellissimo. Sehr schön. Also, die sind einfach ganz normal gebraten. Ist so ein bisschen saftig in der Mitte. Hier kann man es sehen. So ist es in Ordnung. Dann auf die Soße kommt es mir drauf an. Das ist die Zwiebel, sehe ich hier. Mhm. Also. Mhm. Auch die Soße ist hier ein bisschen dick geworden. Es schmeckt ja eigentlich nur Pfeffersoße raus. Also ich weiß jetzt nicht, was hier toskanisch sein soll. Ja, wir haben ja gerade über Temperament gesprochen. Ne? Okay. Mhm. Dann die selbstgemachten Gnocchi dazu. Die sind sehr schön geworden. Mhm. Sind auch gar. Sind auch schön soft. So sollen sie es sein. Nicht zu fest. Genau auf den Punkt. Mhm. Leber auch gut gewürzt. Die Soße, bisschen zu viel Pfeffer. Da geht der Lebergeschmack ein bisschen runter. Aber sonst, Rest ist in Ordnung. So. Schokomousse. Mit Gelatine oder ohne Gelatine? Ohne. Ohne. Mhm. Es ist Schokolade pur, ne? Nur Schokolade. Ich glaube, ganz wenig Sahne ist drinnen. Ich glaube, da ist gar keine Gelatine drinnen, gell? Nein, nein, ist eigentlich keine Gelatine. Mhm. Hoher Kakaoanteil. Mhm. Also, das ist marinierte Waldbeeren. Okay, das ist ja nicht mariniert, sondern das ist eher so Waldbeer-Ragout, ne? Mhm. Mhm. Weil mariniert sind sie eigentlich nur, wenn man so schöne frische Beeren hat oder Waldbeeren in dem Fall. Und ein bisschen mit Zitronensaft oder Orangensaft, ein bisschen mit Vanille. Mhm. Mhm. Das ist eher so eine Beerengrütze. Also Schokomousse ist geschmacklich sehr gut. Aber sag jetzt mal so, dieses Luftige, dieses Lockere, das fehlt mir hier. So, ich gehe mal ein Haus weiter. Kalbskotelett in Salbei-Kapernbutter gebraten mit Schwenkkartoffeln und gebratenem Chicorée. Das ist mein Hauptgang. Und als Dessert gibt es Granatapfel-Tiramisu mit Cantuccini. Okay. Schwenkkartoffeln sehe ich hier. Kalbskotelett. Schneide ich mal hier genau am Knochen runter, um zu sehen, wie die Garstufe ist oder wie das gegart ist. Mal drehen. Ja, genau, so soll es sein. Gut, gut. Hier kann man ja sehen, so soll es gebraten sein, schön durchgängig von außen, wunderbar gegrillt, in der Mitte perfekt gelassen, schön rosé. Mhm. Mhm. Schön saftig, Salbei kommt wunderbar raus, auch hier die Kapern eins so im Ganzen gelassen, Rest klein geschnitten. Ein bisschen mehr Butter hätte ich mir gewünscht, weil wenn es heißt dann, ne, die Kapern Butter, kann man ruhig viel Butter drauf tun, das macht nichts. Butter ist ein Geschmacksregler, ich brauche das. Ne? Vielleicht wachse ich ja noch. Ja. Ich wollte gerade fragen, ob du mit Horst Lichter im Urlaub warst. Die Kartoffeln sind sehr gut, genau auf den Punkt gekocht und auch gut abgeschmeckt. Chicorée dazu, Chicorée und Kalbskotelett passt sehr, sehr gut zusammen. Auch leicht geschmort, hier ein bisschen leicht ankaramellisiert. Sehr gut. Gemüse sehr gut, Fleisch sehr gut gebraten, genau auf den Punkt gewürzt. Mehr brauche ich nicht. Mhm. Granatapfel-Tiramisu mit Cantuccini. Wo sind denn die Cantuccini? Die unten drin, ne? Mhm. Okay. Schön frisch. Granatapfel passt sehr gut hier mit der Creme dazu. Dann hast du nur die Cantuccini, die haben eine schöne knusprige Textur. Mehr brauchst du nicht. Sehr schön. Was machen wir jetzt? Entweder weiter essen. Also,
Nelson, du darfst morgen auf jeden Fall kommen. Du bist eine Runde weiter. Ehrlich. Also, Kalbskotelett, perfekt gebraten, Kartoffeln wunderbar, Chicorée perfekt, Dessert sehr gut umgesetzt. Hier sehe ich null Fehler. Definitiv weiter. Gefülltes Paella, sage ich jetzt mal, hätte ich mir anders vorgestellt, aber hier ist es mir ein bisschen, sage ich jetzt mal, es hat mit dem klassischen Paella wenig zu tun, aber das also geschmacklich sehr gut umgesetzt, auch das Gemüse wunderbar, Pilzrahmsoße für meinen Geschmack oder ich finde fachlich gehört es ein bisschen flüssiger, aber das Dessert ist perfekt, Dessert sehr gut umgesetzt, da sehe ich null Fehler. Dann habe ich auf der anderen Seite die toskanische Hühnerleber. Leber sehr gut gebraten, auch gut gewürzt. Es ist, die Soße, also in der Soße ist sehr viel Pfeffer drin und Pfeffer dominiert leider sehr stark. Die Gnocchi, hausgemachte Gnocchi, die sind sehr gut geworden, da sehe ich null Fehler. Beim Dessert ist es allerdings so, dass mir das Dessert, Schokomousse ist mir zu dominant. Also was heißt so, die Waldbeeren, das ist eigentlich kein Waldbeer, das ist eigentlich so ein Waldbeergrütze ist das. Das ist auch nicht so optimal und da beim Leber die Fehler dominieren und beim Paella weniger dominieren, ist Paella weiter und Leber leider draußen. Oh mein Gott, komm zu mir, meine Liebe Petra. Du hast es hier toll gemacht, hast hier gekämpft, aber auch echt schwer, Hühnerleber so lecker auf den Tisch zu bringen. So ist es halt. Schauen Sie morgen wieder rein, wenn es heißt Finale. Ich freue mich auf Sie, Ihr Nils Müller. Ciao, ciao.